Wir haben den 1. Mai die Demonstration fotografiert. Welche Gefühle hat man, wenn man in sozusagen ein friedensliebendes Land geht und eine Militärparade erster Garnitur sozusagen fotografiert? Ja, da muss ich korrigieren. Also erstens mal habe ich den DDR-Bereich niemals als friedliebend angesehen, sondern immer als Pulverfass, dass die nur darauf warten, dass sie West-Berlin erobern können. Ja, so ging es schon mal los. Denn wenn jemand ständig mit Kanonen und mit Panzern auffährt, dann ist das nicht mehr friedliebend. Ja, es ist richtig. Ich habe nicht nur einmal, ich habe es mehrmals am 1. Mai miterleben dürfen, der auf der Pressetribüne stand. Gegenüber war dann die ganze SED-Prominenz. Und ich hatte nur keinen Katapult, ich hätte mal rüberschießen können. Und unten entweder marschierten die auf oder aber die kamen dann mit ihren Panzern, Geschützen und so weiter, aber eben auch die werktätige Bevölkerung, die ja dann freudestrahlend da vorbeimarschierte. Freudestrahlend deswegen, weil die Zusammensetzung immer so war, ein normaler Arbeitnehmer, dann kam die Nosse und dann kam wieder ein Arbeitnehmer. Also die niemals in Blöcken unter sich gewesen sind, die normalen sterblichen Arbeitnehmer, sondern die waren unterwandert von ihren Genossen. Und die haben aufgepasst, dass die um Gottes Willen da auch jubeln. Die konnten gar nicht anders. Ich habe nur immer auf die Uhrzeit gucken müssen, denn meine Aufgabe war es ja nicht nur, nun die Parade in Ostberlin aufzunehmen. Aber zu meiner Zeit konnte man ja noch durchs Brandenburger Tor, also es gab ja keine Mauer da. Aber ich musste nun im Dauerlauf rüber nach Westberlin. Weil ich nämlich diese Kundgebung, die wirklich friedliche nun, in West-Berlin ja auch noch festhalten wollte. Nicht, wo meinethalben Willy Brandt oder irgendwelche Persönlichkeiten dann gesprochen haben, wo die Menschen wirklich freiwillig hingekommen sind. Die mussten nicht gezwungen werden. Die sind auch nicht mit ihren ganzen Betrieben da anmarschiert gekommen, die sind mit der Gewerkschaft gekommen, haben zwar auch Losungen gehabt, ja, nur das ist ja nun ein Arbeitertag. Und warum sollen die keine Losungen da bringen? Aber es war friedlich. Und genauso friedlich, wie die hingekommen sind, so sind die auch wieder gegangen. Ja? Bloß im Osten war es eben Militärspionage. Und da ist vielleicht ganz interessant, als ich nachher eingesperrt war, da kriegte ich ja dann nun bloß das neue Deutschland aus dem Raum Leipzig in die Finger. Da war vom 1. Mai die Militärparade in Ostberlin nicht drin. Und wenn ich im Knast nun mit anderen Häftlingen aus dem Osten mich darüber unterhalten habe, Leute meinethalben, die naja, nur früher mal in der SED waren und dann meinethalben Sittlichkeitsverbrecher waren oder sonst hier Sachen gemacht haben, also keine politischen, sondern wirklich nur Kriminelle. Und dann gesagt habe, dass in Ost-Berlin da Militärparaden sind, dann wurden die giftig. Das heißt, die haben mich dann auch angeschwärzt bei den Polizisten draußen. Aus dem einfachen Grund, das wurde unterdrückt bei der Bevölkerung in der Zone. Ja, die Zeitung, die das Neue Deutschland gab es in drei Ausfertigungen. Eine Hauptausgabe, das war die für die Hauptstadt, wie die es so schön immer nannten, und dann eine Nord- und eine Südausgabe. Und in der Nord- und Südausgabe gab es keine Militärparaden, denn in Leipzig oder so gab es keine Militärparaden. Die gab es nur in Ost-Berlin. Genauso wie was ja von der Sowjetunion kannten in Moskau. Da waren die Militärparaden. Ja? Nirgendwo anders, nur in Moskau. Nicht? Und so war es eben in Ost-Berlin. Und ich meine, es war schon irgendwie, ja, ich muss immer wieder darauf hinweisen, ich war ja nun kein Freund von denen. Und ich hatte schon einen Rochus, wenn ich dann da die Kanonen gesehen habe und die Panzer gesehen habe. Weil ich ja wusste, dass ganz Berlin eine militarisierte Stadt ist. Nicht nur West-Berlin, sondern ganz Berlin. Denn wir dürfen ja eins nicht vergessen, das Verteidigungsministerium der DDR befand sich in Strausberg, also außerhalb Berlins. Die durften ihr Ministerium nicht in Ost-Berlin aufmachen. Es gab auch keine Kasernen der Volksarmee in Ost-Berlin. Die waren alles außerhalb Berlins. Ja? Nicht, also, sonst hätten nämlich die Westmächte da Theater gemacht. Und ich meine, wie gesagt, es war ein eigenartiges Gefühl. Ich war immer heilfroh, wenn ich da wieder weg konnte und dann wieder in West-Berlin war. Denn die West-Berliner Kundgebung, die war, ja, ob das nun Absicht war, kann ich nicht sagen, aber die war etwas später, die war immer zur Mittagszeit. Und dann, da habe ich dann tief Luft geholt und habe gedacht, ja, jetzt bist du wieder unter Menschen.